Die Heiligenfeldkliniken in Bad Kissingen beschäftigen sich im Bereich Psychosomatik. Als ich gestartet bin im Jahre 2010, fand ich 300 Arbeitsplätze vor. Heute gibt es 7 Kliniken und 600 Arbeitsplätze. Als ich seinerzeit die Serverlandschaft betrachtet habe, habe ich 40 Server vorgefunden, die am Ende ihrer Laufzeit waren, teilweise außerhalb der Wartung und seinerzeit mit 2 Personen betrieben wurden. Wir standen vor der Herausforderung, eine neue Serverlandschaft zu schaffen, die tragfähig ist für die Expansion, und haben uns dann für vSphere Center entschieden und haben mit VMware den richtigen Partner gefunden. VMware war seinerzeit schon der Marktbeherrscher und wir kannten die Produkte, somit hatten wir wenig Schulungsbedarf und konnten mit einem Partner zusammen in sehr kurzer Zeit implementieren und live gehen. Wir setzen heute den vSphere Center im Serverbereich ein für die Server-Virtualisierung. Unser neuestes Projekt ist die Client-Virtualisierung und da setzen wir auf VMware View. Wir können die bestehenden Arbeitsplätze als Thin-Clients wandeln, können diese weiter betreiben, verlängern so die Laufzeit, verschieben somit Investitionen. Wir setzen zusätzlich neue Zero-Clients ein, die viel weniger Energie aufnehmen und somit Strom sparen. Zusätzlich laufen diese länger und wir können die bestehende Landschaft, die 7 Kliniken mit 7 Leuten in der IT betreiben. Wir haben heute eine große Herausforderung. Wir müssen immer mehr in der Behandlung dokumentieren. Und damit setzen wir auf mobile Arbeitsplätze für die Ärzte und auch für unsere Patienten. Und für die Zukunft setzen wir auf VMware, um unsere Arbeitsplätze auch zu mobilisieren.